Ach ja. Nur wenn ich den anmache, bekomme ich schon ein Grinsen. Ne? Geiles Auto. Was soll ich dazu sagen, ehrlich? Hoschgerlin ist bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe dieses Auto für 2000 Euro gekauft. Dann kamen natürlich ein paar Sachen raus. Dann hat der Vorbesitzer mir 200 Euro zurückerstattet. Also kostet dieses Auto mich 1800 Euro. Und ja, es ist der günstigste V8 Deutschlands. Wir haben den Wagen eigentlich gar nicht von außen richtig gesehen. Und was ich gar nicht gesagt habe, was habe ich eigentlich damit vor? Wartet, Leute, eine Sekunde, das muss ich ganz kurz machen. Das musste ich jetzt machen hier. Bei so einem Auto müsst ihr natürlich jeden Tunnel mitnehmen, das ist ganz klar. Dieser 540 ist für mich persönlich einer meiner Traumautos. Kümmer ist undicht, Auspuff ist undicht, wir haben einen Sportauspuff. Das heißt, der Sportauspuff ist da fehl am Platz, weil bis dahin die Abgase gar nicht kommen. Und trotzdem hört sich dieser Motor einfach nur geil an. Landstraße, einmal Kickdown, bitte. Es macht einfach nur Spaß. Ich freue mich natürlich, dass die Videoreihe so gut ankommt. Über eine 500.000 Klicks haben wir auf diese Videoreihe bei knapp 10 Videos. Das finde ich schon geil. Danke dafür. Danke für euren Support. Auch viele neue Leute sind gekommen. Das freut mich natürlich, wenn so ein Projekt gut ankommt. Ehrlich, dann hat man ja alles richtig gemacht. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass ein E39 4,4 Liter so gut ankommt. Ich dachte, ich bin einer der wenigen Idioten, der so ein Auto liebt. So, ey, Krähe, willst du mal? Ja, chillt einfach auf der Straße. Ganz chillig. Wer mich auf Instagram folgt, weiß ganz genau, dass ich da einen E39, einen silbernen habe, den ich geliebt habe. Und das war auch mein letztes Auto, was ich, kennt ihr das? Jede Woche Auto gewaschen, immer schön gepflegt, aufgepasst, dass ihr das nicht dreckig macht, keine Beule reinhaut, dass die Felgen immer schön glänzen. Das war mein letztes Auto. Das war 2010. Ich habe dieses Auto geliebt. Und jetzt erzähle ich euch mal ganz kurz, wie dieses Auto kaputt gegangen ist. Ich gebe dieses Auto an Eidosch, weil ihr Auto irgendwie repariert wurde. Hat so einen ganz großen Bordstein am Arbeitsplatz. Und was macht Eidosch? Fährt genau da vorne hin, merkt es nicht und haut den Kühler kaputt. 8 Stunden Kühlwasser verloren. Eidosch musste danach natürlich eine längere Strecke fahren. Ja, und ruft mich an und sagt, das Auto ist ausgegangen. Ist so, wie? Ja, Auto ist ausgegangen. Einfach ausgegangen. Ist so, okay. Ist so, mach mal bitte Zündung an und guck mal, was Temperaturanzeige zeigt. Ja, Temperaturanzeige ist auf roten Bereich. Ah, super. Damals habe ich den nicht abdrücken lassen, habe den Kopf geschliffen, neue Kopfdichtung, neuen Kühler, neuen Thermostat, neue Wasserpumpe. Habe den Wagen dann wieder gestartet. Der wurde sofort wieder heiß. 528 mit einer Prinzgasanlage plus M-Spiegel, M-Paket, M-Fahrwerk, alles. Also ich habe den komplett auf M umgebaut. Mit M Original Auspuffanlage. Diese Spiegel kriegt ihr nicht mehr. Allein diese M-Spiegel, also kosten jetzt mittlerweile 2000 Euro. Damals habe ich mein erstes Android-Reibe da eingebaut und war natürlich super, super glücklich damit. Ja, und damals habe ich ihn günstig verkauft und ich war natürlich traurig, klar. Und danach hatte ich E60, F10, und keinen habe ich so geliebt wie den E39. Und natürlich habe ich ihn nach der Zeit vergessen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte wieder so einen haben. Und wenn ich so einen kaufe, dann nur 440. Weil das für mich, ja, es ist eigentlich ein V8, den man sich leisten kann. Der hat Power, der hat einen geilen Sound. Der hat eigentlich alles, was ein V8 haben muss. Und deswegen liebe ich den auch. Es fängt an, richtig zu regnen. Schade. Egal. Müssen wir in der Tiefgarage machen. Wir können auch gleich sofort einen Soundcheck machen. Hier steht der wunderschöne 540 für 1800 Euro.
Es ist Baujahr 2000. Wir haben eine Individualtechnikausstattung. Das ist der Pro-Facelift. Fangen wir mit drinnen an. Multifunktionslenkrad. Wir haben Navi, TV, BMW, Autotelefon, wie sich das auch gehört. Ich finde dieses Holz hier eigentlich mal nicht schlecht. Ja, hier drin haben wir natürlich ein paar Bewegchen. Was mich natürlich stört, ist klar, hier hinten, alles geht auf. Stoff löst sich so langsam. Aber das kennt man bei alten Fahrzeugen. Schiebedach haben wir, funktioniert auch. Fensterheber fehlt. Innenausstattung wird sich natürlich ein paar Sachen ändern. Das kann ich euch auch sagen. So wie das jetzt ist, wird es auf jeden Fall nicht mehr sein. Sportsitze, elektrisch. Die beiden Schalter fehlen mir, die muss ich besorgen. Werde ich auch noch. An der Ausstattung kann ich echt nichts meckern. Wir haben Navi, wir haben TV. Apropos TV, da werden wir auch noch was machen. Man sieht natürlich, der wurde stark mitgenommen. Hier haben wir eine Beule, da haben wir eine Beule. Sonst sieht der hier eigentlich sehr gut aus. Hier haben wir ja letztens gesehen, dass er einen Unfall hatte. Kommt alles runter und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Diese Auspuffanlage kommt raus. Es ist eine schöne Anlage, es ist eine teure Anlage. Für mich selber nicht, das ist, weiß ich nicht, es ist auch nicht mein Ding. Hier brauchen wir die Originalantenne, die will ich auch noch besorgen. Dann fehlt hier eine Dichtung, das werden wir natürlich einbauen. Hier vorne fehlt komplett die Dichtung. Das merkt man, wenn man 200 fährt. Und dann haben wir natürlich die super schönen ATS-Felgen. Also ich könnte alles hier ändern, aber bei diesen Felgen bin ich mir nicht sicher, ob ich die nicht drauf lasse. Egal, was ich hier einbaue. Beulen haben wir genug, so wie PS. Ja, hier haben wir auch eine Beule. Hier haben wir Kratzer. Hier wurde noch was gemacht. So sieht das Ding so aus. Ich habe noch ein paar Sachen eingebaut, das sieht ihr auch später. Was haben wir mit diesem Wagen eigentlich vor? Ich will dieses Auto wieder auf die Straße bringen. Hier werden sehr viele Teile getauscht. Ich versuche das so günstig wie möglich zu machen. Aber trotzdem was Geiles machen und Licht ist ausgegangen. So, gut, dass ich nur 2 Kilometer laufen musste, um den Lichtschalter wieder zu aktivieren. Läuft doch. Ne? YouTube-Video plus Sport machen, das ist das Schönste. Das sieht schon geil aus. Muss man nun schon sagen. Also, ich erkenne einen 540er, ich weiß nicht warum. Kann das sein, dass die Motorhaube beim 540er ein bisschen größer ist und hier ein bisschen kleiner? Ich weiß es nicht, so höher vielleicht. Irgendwie denke ich sofort zu wissen, dass es ein 540er ist. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, also wenn da sich einer auskennt, kann er ja mal sagen. Von außen wird der sich komplett ändern. Felgen weiß ich noch nicht, da muss ich schauen. Also Fahrwerk, safe. Ist so hoch. Was auch geil ist bei diesem Projekt, ihr werdet sehr viele neue Gesichter wieder sehen. Auch sehr interessante Leute, auch ein paar alte Gesichter wird ihr auch sehen, die an diesem Auto auch schrauben werden und da freue ich mich auch am meisten. Ich lerne auch immer dazu. Also wir machen bei diesem Projekt sehr viele Sachen, was wir auch zeigen, wie das gemacht wird und das finde ich auch geil. Ich freue mich schon, euch diese Leute zu zeigen, weil ich bin mir sicher, ihr werdet die genauso feiern, wie ich es tue. Kommen wir zu unserem Motor. Das Herzstück. Hier haben wir den 4,4 Liter V8 mit 286 PS und 440 Newton. Der hat hier Kettengeräusche. Warnus kann es auch sein. Wir haben hier einmal unsere Sekundärluftpumpe. Da haben wir ein bisschen Probleme. Da fehlen jede Menge Schrauben. Irgendwo hier und dort am Krümmer verlieren. Das schauen wir uns auch an. Haben wir noch Kleinigkeiten? Ölverlust am Behälter, hier und dann noch ja, jede Menge Schrauben, Inspektion, hier was mir nicht gefällt. Sowas zum Beispiel muss erneuert werden. Schöne Grüße an BMW Fahrrad. Mit dem werden wir den Motor einmal komplett revidieren. Da wird ihr auch einen BMW-Spezialisten kennenlernen. Fahrrad ist für mich einer der besten BMW-Schrauber, den ich kenne, ganz ehrlich. Und kommt mir bitte nicht mit anderen Namen, weil es geht auch ein bisschen um Menschlichkeit. Weil ich liebe Menschen, die was drauf haben, aber trotzdem menschlich top sind. Was nützt das, wenn einer Hammer was drauf hat und menschlich Müll ist? Das nützt mir auch nichts. Also, dieses kleine süße Teil hat auch Elektrikprobleme. Die müssen wir auch noch machen. Guckt euch bitte die Videoreihe an. Ich zeige euch von der Tachomanipulation
bis er so einen Elektrikfehler, was ich selber noch nie gesehen habe. Und ich mache das schon seit 20 Jahren. Ich habe sowas noch nie gehört und noch nie gesehen. Das ist krass. Ihr werdet genauso mit dem Kopf wackeln, wie ich das gemacht habe, als ich das gesehen habe. Das versuchen wir zu beheben. Wir wissen ja nicht, was das ist. Aber wir suchen. Airbag-Probleme, das werden wir auch noch machen. Kofferraum hat Probleme. Diese süße Leiste kommt weg. Sonst, was soll ich sagen? Es sind natürlich viele Kleinigkeiten, was ich euch nicht zeige, was eigentlich auch nicht relevant ist. Mein Traum ist es auch, die ganzen Scheiben Doppelverglasung zu haben. Und wenn ihr jetzt sagt, warum, wenn ihr diese Doppelverglasung habt, die auch dunkel ist, es ist einfach ein Traum. Wir werden auch sehr, sehr viele Verschleißteile tauschen, das ist ganz klar. Zum Schluss, was ich noch sagen kann, dieses Auto wird auf jeden Fall nicht mehr so aussehen. Ja, ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was ist eure Ideen, was würdet ihr damit machen mit diesem 540er? Na, natürlich, bleibt realistisch, kommt mir nicht mit Felgen an, die 2.000, 3.000 Euro kosten. Für dieses Auto Fahrwerk kostet allein schon fast 2.000 Euro. Komplettes Fahrwerk wird er nicht bekommen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil die Domlager und Gewicht ein bisschen anders ist bei dem, ne? Als bei dem normalen, ich sag mal Dieselmodellen oder Benziner, die 6-Zylinder sind. Wenn ihr da richtig gute Ideen habt, schreibt es in die Kommentare, weil das wird noch dauern, bis wir das Ganze umbauen. Einmal nochmal Soundcheck. Also es ist unglaublich, ich kriege einfach ein Grinsen. Die ganze Woche hatte ich viel Stress gehabt. Ich habe gearbeitet, ich mache parallel eine Fernsehsendung plus YouTube. Ich bin eigentlich... Ich könnte jetzt den ganzen Tag schlafen. So kaputt bin ich eigentlich. Dann setze ich mich in diesem Auto rein und starte den zum ersten Mal. Ehrlich, ich habe sofort ein Grinsen gehabt. Wenn ihr damit fährt, das ist schon eine ganz andere Liga. Kickdown macht, dann kriegt ihr vom Lachen Krämpfe. Einfach nur Wahnsinn. Es ist ein geiles Auto. Das wird mein Daily. Ich sag euch, es sei denn, einer kommt und gibt 5 Euro mehr, als ich mir vorstelle, dann würde ich es natürlich abgeben. Ist ja klar, irgendwo, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. 75% der Leute haben nicht abonniert. Wenn ihr natürlich liked, ist geil für uns, für den Algorithmus. Und wenn ihr natürlich abonniert, ist das für uns die beste Bestätigung, den es gibt. Deswegen, ich würde mich freuen, von diesen 75% vielleicht mal so 10-15% abonnieren. Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz40. Bis dann, haut rein, ciao. Was müssen wir noch an diesem Auto machen? Ist doch fertig. Wir brauchen anmelden. Achso, wir werden umbauen. Hat aber ganz schön die Reifen durchgedreht. Ne? Da muss man aufpassen. Regen, nichts beschleunigen. Sonst haben wir auf der anderen Seite genauso einen Schaden.